Hallo ihr Lieben, heute benötigen wir die schönen, reifen, saisonalen Tomaten, um eine leckere, kalte Tomatensuppe zuzubereiten. Diese Gazpacho-Suppe ist ganz einfach und schnell gemacht, ganz ohne Kochen, perfekt für die warme und heiße Sommertage. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Für die Suppe brauchst du schöne, reife Tomaten, eine halbe Gurke, eine rote Paprika, eine halbe rote Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, einen Chili, eine Bio-Zitrone, etwas Koriander, wenn du magst, kleine bunte Tomaten und einen Jalapeno zum Garnieren, Olivenöl und Salz und Pfeffer zum Würzen. Als erstes werde ich die Tomaten vierteln, dann brauchen wir so ein kleines Stück Gurke zum Garnieren und so ein Stück für die Suppe. Die Gurke für die Suppe so grob hacken und danach den Rest, so diesen kleinen Stück zum Garnieren, in kleine Würfeln hacken. Die Paprika entkernen und danach auch grob etwas kleiner hacken. Den Zwiebel schälen und danach vierteln. Dann noch den Chili entkernen und etwas kleiner hacken. Danach auch noch den Knoblauch schälen und den Koriander, wenn du den Koriander verwenden magst, dann auch etwas kleiner hacken. Jetzt alle Gemüse in eine große Schüssel geben oder in einen Mixer geben. Ich werde meine Suppe mit einem Stabmixer pürieren, deswegen habe ich alles in eine Schüssel gegeben. Dann den Knoblauch dazu reiben und auch die Schale von der Zitrone dazu geben. Hier ganz wichtig, die Zitrone beim Reiben wenden, so dass nur das Gelbe von der Schale verwendet wird, weil das Weiße etwas bitter sein kann. Dann die Zitrone so auf dem Schneidebrett kurz rollen, danach halbieren und eine halbe Zitrone entsaften. Den Saft von Zitrone kannst du auch direkt zum Gemüse dazugeben und dann noch 2 Esslöffel Olivenöl dazugeben. Als letztes gebe ich noch den Koriander dazu. Jetzt werde ich die Gemüse pürieren, bis die ganz schön fein püriert werden. Ich mache das heute mit einem Stabmixer, aber wie gesagt, du kannst das auch in einem Standmixer machen. So sollte die Suppe dann nach dem Pürieren aussehen. Jetzt noch mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen, das Ganze gut vermischen. Ganz wichtig, die Suppe probieren und wenn nötig nachwürzen. Du kannst dann mit Salz und Pfeffer nachwürzen oder auch etwas mehr Zitronensaft dazugeben. Jetzt wird die Suppe für eine Stunde kaltgestellt und in dieser Zeit werde ich noch leckeren Kräuterbrot zubereiten. Für den Kräuterbrot den Brot in dünne Scheiben schneiden. Ich verwende Ciabatta, aber du kannst auch Baguette dafür verwenden oder jeder andere Brot nach deiner Wahl. Dann den Knoblauch schälen und auch die Kräuter vorbereiten. Die Kräuter werden wir ganz fein hacken. Ich habe für meinen Kräuterbrot heute Petersilie genommen, aber du kannst auch einen Mix aus verschiedenen Kräutern verwenden. Und dann die Petersilie oder die Kräuter ganz fein hacken. Dann brauchen wir das weiche Butter und den Knoblauch in die Butter durch eine Knoblauchpresse pressen. Dann die Kräuter dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und das Ganze gut vermischen. Hier kannst du auch Kräuter noch nach und nach dazugeben, wenn du merkst, dass es nicht genug Kräuter in der Butter ist. Die fertige Kräuterbutter sollte dann so aussehen. Und dann die Brotscheiben mit dem Kräuterbutter bestreichen und im Backofen bei 200 Grad schön knusprig backen lassen. Als letztes werde ich noch die Kleinigkeiten für Garnieren vorbereiten, wie den Jalapeno in
in dünne Scheiben schneiden und die bunten Cherrytomaten halbieren. Die Gazpacho-Suppe am besten direkt kalt aus dem Kühlschrank servieren, mit den schönen bunten Tomaten, den Gurkenwürfeln, Jalapeno und etwas Petersilie garnieren. Ich habe auch noch zum Schluss etwas frisch gemahlene schwarze Pfeffer dazu gegeben. Und dann wird die Suppe mit dem knusprigen Brot serviert. Ich hoffe, dir hat mein ganz einfaches Gazpacho-Suppenrezept gefallen. Ich finde, die Suppe ist einfach perfekt für den Sommer, für die heißen Tage, wenn man den Herd einfach auslassen will und nichts kochen will, wenn man was Kaltes genießen möchte und nicht wieder Salat essen möchte, finde ich, dass diese Suppe eine tolle Alternative ist. Und wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht, den Daumen nach oben zu geben. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.